Ich habe jetzt schon das Recording gestartet. Also deswegen jetzt nochmal auch wirklich herzliches Willkommen an dich, wenn du dieses Recording hier anschaust. Und ey, ich freue mich, die allererste Person zu edifyen, weil jeder weiß, wer die erste Person ist, wenn ich mich so sehr freue. Es ist auf jeden Fall mein Partner vom Super Sunday gewesen, und zwar Imran Geist. Und wow, Alter, ich könnte so viele Dinge zu dir sagen, Imran, aber ich glaube, ich habe eigentlich schon fast alles beim Super Sunday gesagt. Wir sind dir definitiv extrem dankbar für das, was du hier bringst. Aber was ich wieder heute gemerkt habe, wir haben heute nochmal ganz, ganz kurz telefoniert gehabt, und ich habe direkt gemerkt, dir geht es nicht nur darum, irgendwie ja befreundet zu sein oder irgendwie Spaß zu haben, sondern du denkst wirklich an das Wachstum vom Team. Und das habe ich heute gemerkt, Geist, weil dieser Junge hat mich heute angerufen, sogar zweimal, hat gefragt, ey, okay, ich rufe kurz durch, ich möchte kurz ein paar Sachen mit ihm klären, und hat mir direkt gesagt, ey, guck mal, Chris, so können wir das noch pushen, so können wir das noch pushen, so können wir nochmal für mehr Momentum sorgen, Geist. Und genau dafür ist ein Imran da, oder? Ein Imran ist dafür da, dass wir als gesamte Organisation wachsen. Nicht nur seine Organisation, nicht nur seine Leadergeist, sondern jede einzelne Person hier auf diesem Call und noch alle anderen, die er damit genauso geimpactet hat und impacten wird, vor allem in der Zukunft. Weil ich weiß ganz genau, dass Imran diese Person ist, die hier nicht nur Chairman 10 hitten wird, Geist. Nicht nur Chairman 10. Also da könnt ihr definitiv mindestens noch eine Null dranhängen. Minimum Chairman 100, Geist. Aber ich sehe noch mal viel, viel mehr für diesen Boy, und es ist crazy, dass ich dich hier edifyen darf, weil ey, ich lerne so krass viel von dir, und ich weiß, jede einzelne Person hier auf diesem Call wird jetzt so ein Level abmachen, einfach nur, weil du hier am Start bist, weißt du, weil du das Ganze uns irgendwo mitgibst. Und Geist, ich möchte wirklich eine Sache euch allen sagen, die extrem wichtig ist. Zeigt mal gerne eure Blöcke und eure Stifte. Ich muss meinen Stift kurz holen, aber zeigt mal gerne in die Camps, Guys. Immer sehr, sehr wichtig. Immer schön mitschreiben. Ich habe gesehen, wer sein Stift und Zettel ready hat, wer nicht, Guys. Lass uns gucken, dass wir sowas wirklich immer dabei haben. Das ist die eine Sache, die ich gelernt habe. Und nicht nur irgendwie, weil wir von krassen Leuten lernen oder sowas. Nein, ey, du solltest immer mitschreiben. Und gerade bei einem Mehrwert von einem Imran. Deswegen, Bro, ich übergebe dir auf jeden Fall das Wort. Du hast den Kurs, du kannst dich selber entstummen. Und ich freue mich echt auf deinen Part. Let's get it. Alright, na easy, Bro. Erstmal danke dir vielmals, Brudi, für diese lieben Punkte, Bro. Ich küsse absolut dein Herz. Und ja, Guys, ich meine, im Endeffekt, unsere Organisation Building an Empire soll auf jeden Fall nicht nur Chairman 10 bleiben, nein, sondern wir wollen weiter, okay? Wir sind on a mission, Guys. Wir sind auf jeden Fall on a mission. Deswegen, Guys, ich hoffe, jeden einzelnen von euch geht es sehr, 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 sehr gut, und ihr hattet alle einen wunderschönen Tag gehabt, Guys. Wir haben auf jeden Fall wunderschöne Nachrichten, um das Bootcamp auf jeden Fall richtig zu starten. Erstmal, Guys, droppt auf jeden Fall gerne mal in euren Teamgruppen wirklich nochmal gute Besserung an Erik und an Adrian, weil die beiden sind auf jeden Fall krank. Normalerweise hätten wir jetzt eigentlich den Call so geplant, dass Erik jetzt normalerweise speaken sollte, so wie auch Adrian. Deswegen schreibt auf jeden Fall nochmal gute Besserung wirklich in den Chat rein. Die beiden Boys sind absolut krank. Bei denen, naja, da kickt es auf jeden Fall richtig. Ich meine, wir wissen, wie es gerade in Deutschland aussieht mit dem Wetter. Da ist auf jeden Fall gerade nichts zu spaßen. Aber Guys, lasst uns gerne reinstarten in den Team-Call. Bevor ich wirklich dazu komme, haben wir einen Rank-Up zu zelebrieren, okay? Weil wir sind momentan auf Momentumsebene, beziehungsweise wir sind gerade on the run, wirklich Momentum gerade auszuquetschen, rauszuholen. Und eine Person, die vor, ich will euch das kurz klar machen, eine Person, die vor 2 Wochen gestartet ist, dieses Business wirklich angefangen hat durch Vika, jetzt aber mittlerweile wirklich dieses Business extrem, extrem ernst nimmt und sagt, okay, ich will das Ganze wirklich richtig mitnehmen, hat irgendwo einen Rank-Up gemacht. Und Guys, es ist krass zu sehen, dass Erfolg in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr schnell kommen kann, wenn du das Ganze wirklich ernst meinst. Und ich meine, ich habe zu ihm gesagt, Bro, mach 1 zu 1 genau das, was ich dir sage. Und glaub mir, du wirst in diesem Game ein Rank-Up machen. Du wirst in diesem Game ein Level-Up wirklich machen. Und deswegen würde ich am besten sagen, am besten die Leute, die auf jeden Fall gute Besserung erreicht haben, am besten stoppt das, könnt ihr gleich gerne machen. Lass uns auf jeden Fall diesen Rank-Up hier wirklich zelebrieren. So, ich muss mal ganz kurz in meine Notes reingehen. So, und dann droppe ich das Ganze auf jeden Fall rein. In 3, in 2, in 1. Let's go. Alex, auf jeden Fall, big congrats. Auf jeden Fall, Brudi. Deinen ersten Rank nach 2 Wochen wirklich sehr, 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 sehr stark. Lies dir unbedingt den Text auf jeden Fall durch, Bro. Okay, du hast auf jeden Fall das Ganze extrem verdient von dem Launch, was du gemacht hast, was wirklich abging. Okay, was du wirklich ganz genau gemacht hast. Die Nächte, Bro, wo du wirklich mich angerufen hast, gesagt hast, Bro, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt ist das ganze Ding auf jeden Fall dann. Deswegen lasst uns echt schauen, Guys, dass wir wirklich noch mehr P150s haben. Und Bro, Alex, du hast auf jeden Fall noch eine kleine Überraschung. Brudi, du kriegst einen Gameplan mit Erik Lukas. Okay, du kriegst einen Gameplan mit Erik Lukas, weil du einer der 3 Leuten auf jeden Fall bist, Bro, die einen Rank-Up dann gemacht haben. Deswegen, Guys, lasst uns schauen, dass sie noch mehr P150s kreieren. Okay, lasst uns schauen, dass sie im Momentum extrem hochpushen. Aber ich würde sagen,
Lass uns gerne reingehen. Okay, lass uns auf jeden Fall gerne, gerne reingehen. Deswegen Congrats auf jeden Fall nochmal an dich, Brudi. Aber Guys, wir haben uns wirklich sehr, 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 sehr viele Gedanken gemacht, was wir ganz genau jetzt machen können. Okay, Flo und ich, wir hatten am Samstag miteinander gecallt, heute nochmal gecallt. Das heißt, wir haben wirklich zu diesem Bootcamp extrem, extrem, extrem viele Gedanken gemacht. Deswegen, Flo, sorry auf jeden Fall jetzt schon mal, wenn ich eventuell von deiner Zeit ein bisschen was wegnehme. Okay, Guys, es kann gut sein, dass wir diesen Call eventuell ein bisschen, wie soll man sagen, okay, dass wir nicht eine Stunde auf jeden Fall packen, sagen wir mal so. Okay, aber ich würde sagen, lass uns gerne reingehen. Ich habe auf jeden Fall eine kleine Präsentation für jede einzelne Person. Ich hoffe, ihr seht auf jeden Fall mein Bildschirm. Am besten einmal kurz Daumen nach oben. Wenn ihr mein Bildschirm seht, seht ihr gerade Chris und Dani. Perfekt. Alright, na wundervoll. Dann lasst uns auf jeden Fall gerne reingehen. Und zwar, Guys, geht es nämlich darum, dass wir euch natürlich darauf vorbereiten. Ich meine, an die Leute, die mittlerweile schon im Network ein bisschen länger tätig sind, dass ich euch natürlich weiterhin darauf vorbereite, was wir ganz genau machen. Das heißt, an die Leute, die gerade kurz davor sind, irgendwo hier in diesem Business mit der Kaltakquise anzufangen. Das bedeutet, irgendwo sich ein Team aufzubauen oder noch irgendwo das Ganze anzugehen. Ich will dir eine Sache klar machen. Hier auf diesem Call wirst du Informationen bekommen, wie du dieses Business sehr professionell angehen kannst. Hier auf diesem Call wirst du aber auch Dinge hören, wie du zum Beispiel selber dein Social Media Game nach vorne bringst. Ich meine, wenn du deine P6 Above Upline dir mal anguckst und dir deren Instagram mal anguckst, dann siehst du, die bauen sich das ganze Business mittlerweile auf Insta ganz genau auf. Und auf diesem Level zu kommen, möchten wir dir hier in diesem Bootcamp ganz genau mitgeben, was du brauchst. Das heißt, hier, was ich dir jetzt mitgeben werde, ist, wie du von der Akquise bis zu dem Erstgespräch, bis zu dem First Call das Ganze richtig angehst. Flo wird danach auf jeden Fall weitermachen. Morgen werden Erik und die Special Person, okay, ich werde nichts sagen, aber die Special Person werden morgen ganz genau darauf eingehen, warum Network Marketing in der heutigen Zeit das sinnvollste und das beste Business ist. Deswegen, weil Erik leider krank ist, mussten wir das Ganze ein bisschen verschieben. Deswegen aber lass uns gerne reinstarten und es geht heute darum, how to get in touch with Network Marketing, okay? Und ich will euch grundlegende Dinge mitgeben, damit wir ganz genau in diesem Business starten, damit du ganz genau im Network Marketing das Ganze richtig angehst. Und was wichtig dabei ist, so wie Chris es gerade am Anfang gesagt hat, schau darauf, dass du Stift und Zettel parat hast. Schau darauf, dass du jede Information mitnehmen kannst. Egal, ob du gerade einen Rank hast oder keinen Rank hast. Ich will dir mitgeben, dass in diesen Zeiten, wo wir uns befinden, das Beste, was du machen kannst, dir ein Team aufzubauen, das Beste, was du machen kannst, dein Social Media Game zu 100% hier ernst nehmen solltest, okay? Und ich will dir ganz genau ein Deep Down geben, wie du schaffst, einer Person anzuschreiben und wie du schaffst, einer Person eine Impression zu geben, damit sie selber dieses Business für sich anfängt oder eventuell mit dir ins Erstgespräch kommt. Deswegen lasst uns gerne reinstarten. Und bevor wir wirklich dazu kommen, möchte ich euch in Bezug auf Mindset ein paar Punkte mitgeben. Ich meine, an die Leute, die ihren Launch jetzt mittlerweile schon hatten, irgendwo ihre Freunde schon dazu eingeladen haben, jetzt mittlerweile auf den Steps sind, dass sie ihren Freunden, beziehungsweise jetzt random Leute, sage ich jetzt mal, auf Instagram anschreiben und da wirklich das Ganze angehen. Okay, ich meine, Guys, drop mal kurz eine Eins in den Chat. Wenn du über Instagram selber angeschrieben wurdest und das Ganze durch Instagram selber gestartet hast. Und wir sehen, Guys, die Masse auf diesem Call ist nur durch eine Instagram-Nachricht in diesem Business gestartet. Und ich möchte dir eine Sache wirklich mitgeben, was sehr, 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 sehr wichtig ist, damit wir in diesem Call natürlich richtig nach vorne kommen. Und zwar, lasst uns wirklich schauen, dass du das Ganze richtig klar mitnimmst, aber dass du genau die Dinge, die ich dir jetzt mitgebe, zu 100% umsetzen tust. Weil das, was ich dir mitgebe, sind die Punkte, die ich gemeistert habe. Das sind die Punkte, die ich zu 100% verstanden habe und bis heute in den letzten 2,5 Jahren jeden Tag umsetzen tue. Bedeutet, wenn wir reinstarten, ist das Wichtigste, dass wir mit unserem Mindset anfangen, mit der Mentality. Bedeutet, ich kann euch ein Beispiel geben. Bei mir war es so, in den letzten paar Wochen habe ich es irgendwie gemerkt, ey, ich ziehe irgendwie Schleppnummern. Bei mir ist es so, oder bei einem Adren war es genauso, wir haben irgendwie gar keine Nummern gezogen. Aber alleine, weil ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ey, ich schaue jetzt darauf, dass ich everyday eine Nummer ziehe. Ich schaue darauf, dass ich genau diese Person jetzt anschreibe, okay, und dann ihre Nummer ziehe. Automatisch dadurch habe ich angefangen, Nummern zu ziehen. Was ich dir damit mitgeben möchte, ich gebe dir ein Beispiel, was bei Chris zum Beispiel so war und bei Adrian. Und zwar, Geist, ich meine, Chris, Bro, ich sag das Ganze hier einfach, dass du kurz Bescheid weißt. Bei Chris war es so, er hatte eine Phase gehabt, wo er über Wochen keine Nummer gezogen hat. Die ganze Zeit. Und das Ding ist, das hat ihn natürlich mental im Kopf so mitgenommen, gesagt, ja, ich komme leider nicht nach vorne. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze richtig angehen soll und so weiter und so fort. Und Bro, ich weiß, ich will Nummern ziehen. Ich will Leute dieses Business zeigen. Ich will Menschen darauf exposen, dass sie das ganze Business starten. Aber Bruder, irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Adrian sitzt da
und hat einfach nur sein Handy genommen und gesagt, Bro, in dieser Akquise werde ich 2 Nummern ziehen. Geist, nur weil Adrian sich mental so eingestellt hat, ein Chris davor mental aber noch nicht drauf war, gesagt hat, ja, gerade funktionieren diese Dinge nicht und diese Dinge nämlich, okay, hat er keine Nummern gezogen. Aber weil ein Adrian sich hingesetzt hat und mindsetmäßig genau das Ganze so gemacht hat, gesagt hat, ey, ich will jetzt was daran verändern, ich will jetzt ganz genau was machen, hat er die Nummern gezogen. Automatisch dadurch direkt in der ersten Akquise, er hat Chris sein Handy genommen, 2 Nummern gezogen. Bedeutet also, alles, was du tust, 90% ist Mindset, 10% ist Skillset. Okay? Das möchte ich dir mitgeben. Akquise ist einfach nur ein mentaler Game. Egal alles, was du tust, egal was du machst, wenn du in diese Akquise mit dem Mindset reingehst, ja, ich mache das Ganze einfach so, dann wirst du hier keine Nummern ziehen. Wenn du aber in diese Akquise reingehst, und ich meine an alle P6 Above oder P1Ks am besten, an alle P1Ks, bestätigt immer wieder in den Chat, wenn es genauso bei dir selber war, wenn es 1:1 genauso war. Mental hast du keine Nummer gezogen, plötzlich auf einmal, du warst in dem Mindset und du hast eine Nummer gezogen. Bedeutet also, du solltest anfangen, dich in diese Mental State of Mind dich hinzubegeben und dir selber klarzumachen, was du hier in diesem Business willst. Bedeutet, wenn du Numbers irgendwo ziehen möchtest, wenn du Menschen diese Möglichkeit zeigen willst, fang an, in diese Mindset zu kommen, dass du Menschen diese Möglichkeit zeigen möchtest, okay? Der nächste Punkt, Guys, talk less to more people. Bedeutet was? Du solltest anfangen, wenn du mit Menschen auf Instagram schreiben tust, wenn du Menschen diese Möglichkeit ganz genau zeigst, dann solltest du dir selber, das ist sehr, 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 sehr wichtig, diesen Punkt zu verstehen. Und an alle P1Ks, die verstehen es genauso. Bei denen war es 1:1 genauso. Du solltest anfangen, weniger mit den Leuten zu schreiben, aber Punkt, also wirklich, in 2, 3 simplen Sätzen, ich werde euch später Beispiele geben, in 2, 3 simplen Sätzen, in 2, 3 simplen Audios, den Leuten die Möglichkeit zu exposen, Leuten diese Möglichkeit zu zeigen, damit du selber das Ganze hast. Weil ich sehe Chats zum Beispiel in der Netzwerkgruppe, wo Leute so gefühlt einen halben Roman schreiben, gerade eben habe ich sogar noch einen Chat bekommen, wo auf einmal eine Person auf, wie soll man sagen, auf andere Dinge, nicht auf das Business gepitcht wurde, sondern auf illegale Dinge, okay? Guys, unser Ziel ist es, dass die Menschen exposen, bedeutet, hör auf, weniger zu reden, aber versuch mehr den Menschen zu zeigen, was du hier hast. Talk less to more people, okay? Rede weniger zu mehr Menschen. Rede weniger zu mehr Menschen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn du anfängst, über dieses Business zu reden, worauf ich später in dem Beispiel genau eingehe, wirst du merken, umso grober du die Information machst, umso interessanter wird es für die Person. Wenn du umso tiefer in die Materie reingehst, umso schwieriger wird es für die Person zu verstehen, was du machst, und die Person wird abgeschreckt sein. Deswegen solltest du anfangen, weniger zu reden, mehr zu machen, mehr den Leuten anzuschreiben. Deswegen, nächster Punkt, Numbers Game. Guys, Numbers Game ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Ich sehe es zum Beispiel bei sehr vielen Leuten, dass sie an einem Tag eine Akquise von 30 Leuten machen. Trust me, du brauchst dann die Akquise gar nicht machen. Ich meine, du willst in diesem Business P150, P6 rein. Drop eine 7 in den Chat, wenn du in diesem Business Rank-Ups machen möchtest. Wenn du in diesem Business Level-Ups machen möchtest. Um in diesem Business Level-Ups zu machen, musst du dein Numbers-Game nach oben bringen. Guys, wie kann es sein, dass ich immer noch an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, immer noch über 300 bis 400 Leute anschreibe? Warum ist das so? Weil ich weiß, dass ich Menschen exposen will auf diese Möglichkeit. Bedeutet also, du solltest dich hinsetzen und selber deine Numbers bewusst machen, was du hier hast. Bedeutet, was ich zum Beispiel selber gemacht habe, als ich damals in der Schule war, nach der Schule im Fußball war oder du gerade auf der Arbeit bist und du im Schichtsystem zum Beispiel arbeitest, mach dir einen Wecker von allen deinen Stunden. Versuch dir selber Prioritäten zu setzen. Bedeutet, ich meine, wenn ich darüber nachdenke, ich kenne einige Teampartner, einige Leader, die Akquise, ihr Wecker hat geklingelt, okay, und sie sind zur Toilette gerannt, um nur die Akquise fertig zu machen. Um nur Menschen darauf anzuschreiben und ihnen diese Möglichkeit zu zeigen. Bedeutet, du selber solltest dir einen Wecker machen und dir klar machen, was du willst. Wenn du allein, ich sag dir so, wie es ist, wenn du unter 100 Leute anschreiben tust in diesem Game, klar, es ist cool, du versuchst wenigstens Menschen diese Möglichkeit zu zeigen, aber es bringt dir nichts. Es bringt dir nichts. Du musst mehr, dein Numbers-Game muss höher sein. Dein Numbers-Game muss höher sein, damit Leute exposed werden auf diese Möglichkeit. Okay? Bedeutet also, was ich mir zum Beispiel damals selber gemacht habe, um mein Numbers-Game zu increasen, um selber Screenshots in die Network-Gruppe zu machen, ich habe mir eine Nines-Liste gemacht. An die Leute von damals, ein Mika kann es zum Beispiel bezeugen, ein Adrian kann es bezeugen von damals. Ich hatte damals immer eine Liste gehabt. Hier, genau hier hinter meinem Whiteboard. Oder beziehungsweise daneben. Ich hatte eine Nines-Liste. Was war das? Und zwar, ich habe 300 Leute angeschrieben und jede Person, die mir ein Nein gesagt hat, ich habe immer einen Strich gemacht. Immer einen Strich gemacht. Jedes Mal. Die ganze Zeit. Guys, ein Austin Gotzi zum Beispiel, eine im Network Marketing eine absolute Ikone hier in diesem Game. Er hat selber damals mit dieser Nines-Liste angefangen. Bedeutet also im Endeffekt, wenn du nur Fokus darauf gehst, Nines zu sammeln, die ganze Zeit, nur Fokus auf Nines, Nines, Absagen nach Absagen nach Absagen, kommen irgendwo doch immer wieder Ja's. Aber weil dein Fokus nur auf Nines ist,
Verstehst oder realisierst du gar nicht diese Ja's? Okay, du realisierst nicht. Und umso mehr Ja's du dann bekommst, umso schneller kommst du in den Rank. Bedeutet, ich habe nur Fokus darauf gegeben, Neins zu bekommen. Aber die ganze Zeit Absagen zu bekommen. Die ganze Zeit, damit ich auch was tue, damit ich meine Akquise unter anderem auch verbessere. Und genau das kann ich dir mitgeben. Schau darauf, klar, dass du immer mit dem Besten rechnen tust, dass du in diesem Business natürlich immer nur nach den Ja's streben tust. Aber schau darauf, weil wenn du in deinem Business Level-Ups machen möchtest, musst du Absagen bekommen. Es ist ein Fact. Und jeder Leader kann es bezeugen. Du musst Absagen in diesem Business bekommen, um ein Level Up zu machen. Bedeutet also, fang an, Absagen zu bekommen in deiner Akquise, damit du deine Akquise verbessern kannst. Every day, um nur zwei, drei kleine Sachen da wirklich nach vorne zu kommen. Und alleine, wenn du das wirklich schon gemacht hast, hast du dein Instagram komplett verbessert, hast deine Akquise komplett verbessert. Okay, Guys, deswegen lass uns auf jeden Fall zum nächsten Punkt gehen. Okay, und zwar, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, weil, Leute, ich kann euch for real sagen, dieser Punkt mit proaktives Denken ist mit einer der wichtigsten Punkte in diesem Game. Jeder P1K kann sich zu 100% damit identifizieren und jeder P1K weiß ganz genau, das Problem ist, warum die meisten Menschen keine Rank-Ups machen, weil sie nicht proaktiv denken. Wenn eine Person dir zum Beispiel die Frage stellt oder die jetzt zum Beispiel hier die Antwort mitgibt oder die allgemein die Frage stellt, okay, das, was du tust, funktioniert das System überhaupt? Das, was du machst, wer ist der CEO? Was, mit welcher Company beschäftigst du dich? Du solltest sofort die Antwort parat haben. Bedeutet also, was ich dir mitgeben möchte, schau darauf, dass du dich mit dieser Schule, mit dieser Academy zu 100% auseinandersetzen tust. Weil ich kenne es ab und zu mal, ich habe Teampartner, die im Network irgendwo in Rank dann machen wollen. Komm aber, schick mir einen Screenshot mit der Frage, Bro, was soll ich darauf antworten? Ja, Bro, soll ich dir jetzt die Antwort jetzt vorkauen oder wie? Finde doch selber die Lösung, indem du selber jetzt schon darüber nachdenkst. Guys, ich bin damals zu einem Adrian, ich bin damals zu einem Erik oder zu egal welcher Upline erst hingegangen, wenn ich die Lösung schon parat habe. Weil warum soll ich zu meiner Upline hingehen und meiner Upline dann jetzt schon die Frage stellen, wenn er die Antwort doch schon weiß? Dann lerne ich doch nichts daraus. Und ich meine, du willst in diesem Business doch Level-Ups machen. Bedeutet, du solltest anfangen, erstmal selber an deinem Mindset. Du solltest erstmal selber anfangen, zu jeder Frage die perfekte Antwort zu finden. Du solltest selber das Ganze herausfinden. Geist, irgendwann mal kommen die ganzen Kompetenzen. Das heißt, du musst deine Ableiter nicht mehr Fragen stellen. Auf einmal funktioniert alles so oder so. Ich meine, Geist, das, was ich euch mitgebe, die ganzen Punkte, die habe ich selber herausgefunden. Ich habe nicht an den Adrian ausgefragt und gesagt damals, Bro, was kann ich machen, um das und das und das zu machen? Ich hatte immer zu jeder Frage die passende Antwort gehabt, habe aber von meiner Upline jedes Mal die Bestätigung bekommen. Ich habe jedes Mal die Bestätigung bekommen, weil das die Antwort richtig ist. Wenn die Antwort falsch ist, habe ich mich wenigstens dazu bemüht und habe mir jetzt eine andere Denkensweise, weil meine Upline mir dabei geholfen hat. Bedeutet also, wenn du komische Fragen bekommst, habe immer eine Antwort parat. Geh zu deiner Upline zu, schick der Person einen Screenshot und sag, ey Bro, guck mal, ey Sis, ich würde darauf antworten und zwar das würde ich dazu sagen. Meinst du, ist das richtig so? Ganz simpel. Und dann kann deine Upline darauf dir eine Lösung geben. It's that simple. Okay, Guys. Der nächste Punkt, der wirklich sehr, sehr wichtig ist, dein Social Media allgemein Aufbau und so weiter und so fort. Ich werde jetzt nicht ganz genau in die Tiefe eingehen, weil ihr seht es gibt Dutzende Videos von Lara Stiegler, zum Beispiel von Julia, okay, die euch angucken könnt in Bezug auf, wie du dein Social Media aufbauen sollst. Ich gebe euch aber einfach die Basic-Punkte mit, die gerade relevant sind, gerade für alle Leute, die relativ neu im Network-Marketing tätig sind. Dein Ziel sollte es sein. Und das ist mit einer der wichtigsten Punkte. Guys, wenn du dein Business nicht repräsentieren tust, tust du was? Dein Business ist tot. Ich meine, Guys, ich sage jedes Mal auf jedem Call immer das. Wenn ein Unternehmer sein Business nie repräsentieren tut, ist der Mann überhaupt ein Unternehmer? Nein, natürlich nicht. Ein Unternehmer redet 24/7 über sein Business. Ein Unternehmer zeigt 24/7 das, was er tut. Bedeutet, fang an, mindestens 3 bis 4 Stories am Tag zu machen über dein Business. Fang an. Es muss nicht nur dein Business sein, von deinem Lifestyle, von egal, was du gerade tust. Wenn du am Chart bist, mach ein Bild vom Chart. Wenn du am Arbeiten bist, mach ein Bild auf der Arbeit. Wenn du mit deinem Hund Gassi gehst, genauso. Aber versuch das Ganze auf die Businesswelt umzupitchen. Das heißt, wenn du spazieren gehst, okay, dann schreibst du einfach ein bisschen was dazu. Okay, jetzt mal ein bisschen den Kopf frei bekommen, bisschen Me-Time, Relax-Time oder was auch immer. Das heißt, versuch wirklich Content ohne Ende zu posten. Leute, ich sehe viel zu wenige Stories. Wie willst du in diesem Business Rank-Ups machen, wenn du nicht mal eine Story hast? Wie willst du eine Person inspirieren? Ich meine, Guys, wir starten doch hier in diesem Business. Wir starten im Network-Marketing, um Menschen zu inspirieren, oder? Wir starten Menschen, um Menschen diese Möglichkeit zu zeigen, was sie hier machen können. Aber ohne Content, wie willst du eine Person inspirieren? Guys, kennt ihr irgendeinen Chairman Ten Above, der durch keine Insta-Story Chairman gegangen ist? Drop es mal kurz in den Chat rein. Kennt ihr da irgendeine Person? Kennt ihr da irgendeine Person? Ich kenne keine Person. Guys, jede Person, jeder Chairman hat immer wieder ein geisteskrankes Instagram aufgebaut oder Content hochgeladen oder was auch immer.
Das heißt, du solltest anfangen, selber Content zu posten. Kreiere dein eigenes Ding. Inspiriere dich von, du hast Dutzende Instagrams, inspiriere dich von so vielen Liedern, okay? Nutz das Ganze aus. Poste deinen eigenen Stuff. Poste deinen eigenen Content. Guys, ich meine, wenn ihr auf mein Instagram rübergeht, mein Instagram ist auch nicht das Beste, aber ihr könnt mal ganz nach unten gehen. Und dann könnt ihr mal sehen, wie meine ersten Bilder aussahen. Ich war irgendwo in Bielefeld, in der Innenstadt, in der Altstadt, habe irgendwelche Bilder gemacht, einfach hochgeladen. Warum? Einfach nur, um Content zu posten. Ihr seht meine Stories. Meine Stories, das ist auch kein Hexenwerk, wo ich dann auf einmal ein Bild vom Chart poste und Good Morning schreibe und dann auf einmal Flo Abele drauf markiere. Das ist auch kein Hexenwerk. Aber ich zeige wenigstens, dass ich was für mein Business tue. Genau dasselbe für Dutzend andere Dinge, wenn auf einmal ein Teamcall ist. Bedeutet, versuch wirklich einfach so viel Content wie möglich hochzuladen. Okay, Guys, nächster Punkt. Face Stories. Guys, dieser Punkt ist mit einer der wichtigsten Keys in diesem Game. Wenn du wirklich, ich meine, Ben aus Juice Plus, der damals in Juice Plus war und dann rübergekommen ist, mit Marvin im Kontakt war, hat eine Sache gesagt. Wenn du dein Produkt nicht in die Kamera hältst, verdienst du keinen Cent. Und Guys, es ist ein Fact. Es ist ein Fact. Ich meine, wenn ihr euch mal selber mal darüber kommt, wenn ihr mal überlegt, guckt euch mal die ganz großen Konzerne an. Lambo, Ferrari und so weiter und so fort. Diese ganzen Leute, sie haben zwar nie Werbung gemacht, aber Menschen zeigen ihre Produkte und sind selber davon überzeugt, dass sie jetzt diese Marke haben. Und deswegen wollen alle anderen Leute genau diese Autos fahren. Genau dasselbe mit Uhren, genau dasselbe mit allen anderen Sachen. Versteht ihr? Bedeutet, du solltest immer anfangen, Face-Stories zu machen. Repräsentiere dich. Poste nicht nur Mindset oder so, sondern versuch deine Story clean zu halten. Versuch nicht nur Mindset zu posten, sondern versuch vielleicht auch unter anderem irgendwelche Learnings, die du im Training gemacht hast, hochzuladen. Okay? Irgendwelche Learnings im Leben, irgendwas, was du aus dem Teamcall gelernt hast, damit die Leute sehen, was in deiner Veränderung, was in bei dir passiert. Weil, Guys, Face-Stories ist mit einer der krassesten Punkte überhaupt. Warum? Weil die Leute gucken nicht nur deine Story, die Leute gucken deinen Werdegang. Wie du damals warst und was jetzt geworden ist. Guys, ihr könnt gerne wieder auf mein Instagram rübergehen und ihr könnt euch das eine Video reinchecken, dieses eine Video von mir angucken, wo ich darüber geredet habe. An die Leute, die das Video gesehen haben, ihr könnt mal gerne in den Chat reinschreiben, wie cringe dieses Video von mir war. Wie cringe. Guys, dieses Video war so cringe. Ich habe es trotzdem gemacht. Wisst ihr warum? Wegen meiner Veränderung. Und jetzt sieht man die Face-Stories, die ich mache. Die sind different. Von damals zu jetzt. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich damals geredet habe. Guys, ich saß damals so. Ja, meine lieben Freunde, heute wollte ich über ein gewisses Thema reden. Und jetzt ist es mit Energy. Jetzt versuche ich, was rauszubringen. Und das ist die Veränderung, die du den Leuten zeigst. Automatisch dadurch kannst du extrem, extrem viel machen. Bedeutet, um nochmal auf Face Stories zuzugreifen, was Face Stories genauer sind. Face Stories sind einfach, es ist einfach eine Story, wo du vor der Kamera einfach sprichst, ein paar Punkte sagst zu dem. Okay, zu verschiedenen Themen. Wenn du noch genauere Fragen zu Face Stories hast, geh auf deine Upline zu und frage deine Upline ganz genau, was mit Face Stories gemeint ist, dann kriegst du einen kompletten Deep Down. Okay, dann wie gesagt, guckt euch unbedingt in den Social Media Call von Lara an oder von Julia. Am besten droppt das mal ganz kurz in die ganzen Gruppen auf jeden Fall rein, an irgendeiner P1 Above Upline, dass wir das Ganze auf jeden Fall haben. Guckt euch unbedingt das Video an, weil da werden euch ganz genau Themen, Punkte mitgegeben, wie ihr das Ganze dort richtig angeht, okay? Aber Guys, lasst uns auf jeden Fall jetzt, weil das, was alles war, das ist Mindset gewesen, das ist Aufbau gewesen, das sind sehr, sehr wichtige Punkte, aber lasst uns gerne zum spaßigen Teil kommen. Und zwar, Guys, das sind jetzt die Punkte, die sehr relevant sind. Und bitte, Guys, wenn ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt, dann schreibt bitte jetzt mit, okay? Und zwar sind das die grundlegenden Steps, wie du hier wirklich das Ganze richtig angehst in Bezug auf die Akquise, wenn du eine Person anschreiben tust. Und ich arbeite mit vier Punkten zusammen. Kreiere einen Bedarf. Schreibt dir das auch. Kreiere einen Bedarf. Schildere eine Problematik. Gebe die Lösung. Ziehe die Nummer. Am besten macht vielleicht ein Foto davon in die Network-Gruppe, dass wir das Ganze auf jeden Fall haben. Guys, mit diesen vier Punkten, wirklich merkt euch, Bedarf, Problematik, Lösung, Nummer. Ganz simpel. Mit diesen vier Punkten arbeite ich seit den letzten 2,5 Jahren und es funktioniert bis heute noch. Bis heute noch, okay? Wie schreibe ich die Person an? Ich schreibe meistens zu der Person, hey, ich habe mal eine Frage an dich, du kannst auch Name machen und so weiter und so fort. Es gibt Dutzende Möglichkeiten, wie man in der heutigen Zeit Leute anschreiben kann. Dann gibt es drei Akquisearten, die du machen kannst. Es gibt einmal eine Videonachricht, die du machen kannst, in Bezug auf, wo du einfach mal kurz in 30, 40 Sekunden einfach mal erklärst, was du gemacht hast. Dann, was ich zum Beispiel selber mache, ist ein ganz normaler, stinknormaler Copy-and-Paste-Text. Oder du kannst ein Audio machen. Ich werde gleich nochmal genauer darauf eingehen, was ich zum Beispiel in meinem Audio sage, was ich in meiner Copy-and-Paste-Text-Nachricht zum Beispiel mache. Ich selber, ich schreibe die Leute an mit, hey, ich habe mal eine Frage an dich. Dann kommt meine Copy-and-Paste-Nachricht, okay? Und darauf beziehe ich dann dementsprechend meine Akquise, okay? So, das sind ganz simple Punkte. Dann, wenn wir weitergehen,
haben wir hier zum Beispiel zwei Videos, die ich hochgeladen habe, beziehungsweise gemacht habe, wie ich zum Beispiel eine Nummer gezogen habe. Ich habe von beiden Leuten die Nummer gezogen. By the way, die rechte Person startet sogar jetzt nächste Woche. Und bei der linken Person, da bin ich auf jeden Fall noch gerade dabei, irgendwo einen Call auszumachen. Aber Guys, wir gehen mal ganz kurz hinein und ich will euch kurz eine Sache klar machen und schicken. Ich kann mal ganz kurz in den Chat mal reinschicken. Normalerweise mache ich das ungern, aber ich mache es einfach, weil ihr seid. Ich will euch mal ganz kurz mitgeben, wie ich zum Beispiel selber meine Akquise mache. Ich schicke dafür mal ganz kurz meinen Text, so einen Moment, in die jeweiligen Gruppen. Am besten, Guys, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. So, warte, einen Moment. So, ich schicke es dir gerade in den Zoom-Chat rein. Und zwar habe ich dazu geschrieben, und zwar habe ich mir in den letzten 2 Jahren was aufgebaut und möchte Menschen die Möglichkeit geben, wie sie sich selber damit zu beschäftigen haben. Okay, dann ich denke mal, du weißt selber, worum es geht, warum es so wichtig ist, sich nebenbei was aufzubauen in Bezug auf Inflation, Digitalisierung und so weiter und so fort. Was merkt man in dieser Nachricht? Wenn wir mal zurückgehen, und zwar, ich kreiere bei den Leuten einen Bedarf. Okay, ob die Personen vielleicht selber offen wären, sich das Ganze genau anzugucken. Ich schildere eine Problematik mit Inflation und Digitalisierung. Okay, und die Lösung darauf kommt jetzt mit den Audios. Aber Guys, alleine die 2 Punkte, die ich genannt habe, verpacke ich in einem Copy and Paste Text. Was wichtig ist, weil ich weiß, dass hier einige Leute jetzt in diesem Call drin sind, die vielleicht selber sogar diesen Text nutzen, tut mir einen Gefallen. Bitte, ist sehr, sehr wichtig, okay? Wenn ihr diesen Text nutzen tut, glaubt mir, ihr werdet keine Nummer ziehen. Warum? Weil sonst jeder das Ganze machen tut, okay? Schau wirklich darauf, dass du in deiner eigenen Copy-and-Paste-Nachricht, das ist sehr, sehr wichtig, ob es Video ist, ob es Copy-Paste ist oder Audios, egal was, schau darauf, dass du deine eigene Nachricht kreierst, okay? So, wie du dich selber anschreiben würdest, Guys. Ich sag euch ehrlich, so wie ich mich dort, also so wie ich die ganzen Leute angeschrieben habe, so würde ich mich safe zu 100% selber anschreiben, okay? Das heißt, dieser Text ist so darauf aufgebaut, dass ich mich selber mit diesem Text irgendwo closen würde. Das heißt, finde selber oder mach selber einen Text, geh mit deiner Upline nochmal vielleicht in den Call und versuch da vielleicht nochmal über die ganzen Sachen rüber zu gehen, wie du dich selber zum Beispiel anschreiben würdest. Bedeutet, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie ich das Ganze mache. Wie gesagt, nutzt den Text also als Vorlage vielleicht oder so, aber ändert bitte alles um, okay? Sonst sehen die ganzen Nachrichten alle gleich aus und das macht halt gar keinen Spaß. Genau, das auf jeden Fall dazu. Aber ich würde sagen, lass uns mal ganz kurz gerne mal hier in die beiden Videos mal reingehen oder in die Audios, die ich auf jeden Fall mache, damit ihr mal ganz genau hört. Und merkt euch, wie gesagt, die 4 Punkte, die sind sehr, sehr wichtig, okay? Weil in diesen 4 Punkten werde ich da ganz genau noch weiter drauf eingehen. Deswegen, wir gehen mal ganz kurz rein. Ich habe die Person angeschrieben. Die Person schreibt klar, warum nicht. Und was sehr, 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 sehr wichtig ist, Guys, okay? Schaut darauf, dass sie im schnellen Zeitabschnitt den Leuten schreibt. Dass sie im schnellen Zeitabschnitt den Leuten kontaktieren tut. Warum? Weil, wenn du eine Person 3 Wochen warten lässt, dann wird die Person nicht mehr da sein. Die Person ist gerade jetzt, wenn du die Person angeschrieben hast und dir Minimum, dein Ziel sollte es sein, maximal in einer Stunde alle Chats immer durchzuhaben. Alle Chats durchzuhaben. Wenn es nicht geht wegen deiner Arbeit, kein Problem. Mach deine Akquise, antworte den Leuten später, aber schau darauf, dass du nach der Arbeit sofort alle Chats durchgehst. Wirklich sehr, sehr wichtig. Wir gehen aber ganz kurz mal hier rein, dass ihr mal hört, wie ich die Audios mache und dann gucken wir. Weil wie gesagt, ich mache Copy-and-Paste-Text. Eine Person, die zum Beispiel mit Videos arbeitet, kann gerne mal selber in der Network-Gruppe mal gerne mal reinschicken, wie die zum Beispiel mit Video arbeiten und so weiter und so fort. Aber so mache ich das Ganze. Yes, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und zwar, Bro, musst du dir vorstellen, habe ich mir in den letzten 2 Jahren in den Bereichen wie Persönlichkeitsentwicklung oder finanzielles Wissen irgendwo ein Standbein aufgebaut. Einfach aus dem Grund, Bro, weil das halt 2 Themengebieten sind, die so auf der Art und Weise halt noch nie in der Schule erklärt wurden, weißt du? Weil in der Schule wird dir leider Gottes halt nur beigebracht, wie du für irgendjemanden arbeiten gehst, aber nicht wirklich, wie du deine Träume und Ziele erreichen kannst, was ich sehr, sehr schade finde. Deswegen ist aber meine Frage irgendwo wirklich an dich, ob du schon mal selber was von Persönlichkeitsentwicklung oder finanzielles Wissen gehört hast oder dich mal anderweitig mal damit beschäftigt hast, wie man sich in der heutigen Zeit Standbeine mit dem Handy überhaupt aufbauen kann. Man merkt auf jeden Fall, dass ich nach dem Gym absolut tot war, aber das ist auf eine andere Sache. Aber ihr habt gerade gemerkt, okay, ich schilde eine Problematik und ich sage in dieser Problematik zum Beispiel selber, in der Schule wurde sowas niemals erklärt wie Persönlichkeitsentwicklung und finanzielles Wissen. Deswegen hast du dich, und das ist sehr, sehr wichtig, Guys, beendet jede Audio. Sehr wichtig, nachdem ihr einen Text gemacht habt, nur noch mit Audios arbeiten, aber beendet jede Audio immer mit einer Frage. Warum? Damit die Leute darauf immer eine passende Antwort haben. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel der Person jetzt die Frage stelle, hast du schon mal dich selber mal damit beschäftigt, weil sowas wurde ja eh sowieso nie in der Schule erklärt, hast du schon mal selber was von Persönlichkeitsentwicklung oder finanzielles Wissen gehört oder dich mal anderweitig damit beschäftigt, dann sagen die Leute meistens immer, nee, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber sowas interessiert mich.
so wie hier oder da oben. Nein, ich habe mich noch nie damit befasst. Okay, aber schon wichtig, dass man mit diesen Themen sich beschäftigt. Und gefühlt 90% aller meine Instagram-DMs arbeiten genau so. Okay, deswegen, wir gehen mal ganz kurz weiter, damit ihr mal versteht, was ich in der zweiten Audio sage. Ja, safe, das hört sich aber gut an, dass du interessiert bist. Aber ist ja logisch, sowas wird nirgends in der Schule erklärt, was ich sehr schade finde, weißt du. Aber ich sag dir auch so, wie es ist. Allgemein in der heutigen Zeit, sich Standbeine mit dem Handy aufbauen, ist das Beste, was man überhaupt machen kann. Deswegen, also würdest du selber sagen, wärst du offen, dir das Ganze anzugucken, um zu verstehen, was man ganz genau mit dem Handy machen kann? Ganz simpel. Nochmal die Frage stellen, wärst du wirklich offen, weil sowas, wie gesagt, nicht in der Schule erklärt wird und so weiter und so fort. Bedeutet, auf der Problematik, die wir dementsprechend wieder was haben, eine Lösung mitgeben. Und die Lösung in dem Fall kommt jetzt. Yes, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und zwar, Bro, musst du dir vorstellen, habe ich mir in den letzten 2 Jahren. Ja, perfekt. Ah, einen Moment, warte mal. Jetzt hat sich nochmal alles nochmal wiederholt. Warte, ich zeige euch nochmal die kompletten, nochmal das richtige Video dazu. So, gib mir mal ganz kurz einen Moment. Aber Geist, hat euch das bisher erstmal irgendwie geholfen? Drop mal kurz eine 7 in den Chat, wenn dir das bisher gut geholfen hat, wenn du daraus schon ein paar Dinge ziehen konntest, okay? Weil ich versuche das Ganze, wie gesagt, so simpel wie möglich euch zu zeigen, damit ihr mal ganz genau versteht, was man hier wirklich machen kann. Deswegen, ich gehe mal ganz kurz und ich gucke mal, ob wir eventuell hier nochmal das Ganze haben. Ah ja, perfekt. Hier haben wir das Ganze. So, gib mir einen Moment. So. Moment. Bin gleich sofort ready. Alright. So, ich teile mal ganz kurz meinen Bildschirm. Dann müsste das Ganze wieder klappen. Moment. So. Okay, einmal kurz Daumen nach oben, wenn ihr mein Bildschirm seht. Müsstet jetzt eigentlich mein Bildschirm sehen. Alright, perfekt. Na, wundervoll. So, dann gehen wir mal ganz kurz rein und dann hören wir uns das Ganze mal nochmal an. Ah, perfekt, jetzt habe ich die Videos weggemacht. So, okay. Gib mir noch mal kurz einen Moment. So, hey, MacBook ist immer manchmal so umständlich, ne? Aber, so, jetzt haben wir das Ganze. Perfekt. So, wir gehen mal ganz kurz rein und hört euch das Ganze nochmal genauer an. Was man überhaupt machen kann. Deswegen, also würdest du selber sagen, wärst du offen, dir das Ganze anzugucken, um zu verstehen, was man ganz genau mit dem Handy machen kann? Okay, ja, safe, dann lass uns das Ganze gerne so machen, weil ich sag dir ehrlich, hier über Instagram alles zu erklären, würde halt komplett den Rahmen sprengen, da müsste ich gefühlt einen halben Roman erzählen. Und ich sag dir ehrlich, ich selber, ich sehe mich da jetzt nicht wirklich drin, so viele Audios zu machen. Und ich denke mal, du genauso wenig beim Anhören, weißt du. Deswegen, was hältst du davon, wenn wir das Ganze mal so simpel halten, wie es nur geht, dass ich dir meine private Nummer hinterlasse, du mir dann gerne mal auf WhatsApp schreibst, hier für die Tage mal was ganz genau ausmachen, dass ich nochmal genau erstmal weiß, wer du bist, du auch weißt, wer ich bin. Und ich dir Step by Step einfach alles genau erkläre, damit du dir mal richtig. Ganz easy. So. Ja, Kette, danke. Ich schätze ihn, Noel. War, glaube ich, genauso dein Chat. Guys, ganz simpel. So ist die Lösung. Bedeutet, ich sage ja, wie gesagt, alles in den nächsten 30 bis 40 Minuten oder allgemein jetzt alles zu erklären, würde komplett den Rahmen sprengen. Da müsste ich gefühlt 30 bis 40 Audios machen. Und ich sage dir ehrlich, ich selber, ich sehe mich absolut nicht da drin, so viele Audios zu machen. Und ich denke mal, du genauso wenig beim Anhören. Deswegen, was hältst du davon? Wenn wir das Ganze mal so simpel halten, wie es einfach nur geht, dass ich dir meine private Nummer hinterlasse, du mir dann auf WhatsApp schreibst, wir einfach gerne was für die Tage ausmachen, dass ich nochmal weiß, wer du bist, du auch weißt, wer ich bin, ich dir Step by Step alles erkläre und du dir mal ein richtiges Bild davon machen kannst. Wenn ich dir meine Nummer da lassen würde, würdest du mir auf WhatsApp dann noch schreiben, um dir alles zu erklären? Bam, ganz simpel. Guys, ist das ein Hexenwerk? Nein, absolut nicht. Funktioniert es? Ja, ihr müsst es einfach nur simpel gestalten, okay? Wir gehen mal jetzt zu dem zweiten Chat rüber und ihr werdet eins zu eins genau dasselbe jetzt sehen. Yes, das hört sich sehr gut an. Und zwar musst du dir vorstellen, ich kann dir mal ganz kurz erklären, was ich ganz genau mache. Und zwar habe ich mir in den letzten 2 Jahren in den Bereichen wie Persönlichkeitsentwicklung oder finanzielles Wissen irgendwo ein Standbein aufgebaut. Einfach aus dem Grund, weil das halt zwei Themengebieten sind, die so auf der Art und Weise noch nie in der Schule erklärt wurden, weißt du, weil in der Schule wird dir leider Gottes nur beigebracht, wie du für irgendjemanden arbeiten gehst und nicht wirklich, wie du deine Träume und Ziele erreichen kannst. Was ich sehr schade finde. Deswegen ist aber irgendwo meine Frage halt auch irgendwo an dich, ob du grob schon mal selber was von Persönlichkeitsentwicklung oder finanzielles Wissen irgendwie gehört hast oder dich mal anderweitig mal damit beschäftigt hast, wie man sich in der heutigen Zeit überhaupt Standbeine mit dem Handy überhaupt aufbauen kann. Also, euch fällt aber wirklich auf, ich mache das Ganze ja nicht mal professionell oder so. Ich knall einfach die Audio hin. Das kommt viel seriöser, als würde dann auf einmal so ein BWL-Justus davor sitzen und dann die Audios machen. Yo, du musst dir vorstellen, ich habe mir in den letzten 2 Jahren was aufgebaut. Guys, seid einfach authentisch. Mach einfach das, was du jetzt gerade tust. Wenn du nebenbei irgendwas schreiben tust, dann schreib. Mach die Audio einfach nebenbei. Aber schau darauf, dass du einfach seriös rüberkommst, okay? Das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig, okay? Deswegen, wir gehen jetzt zu der nächsten Audio und dann sind wir eigentlich so gut wie durch.
Ja, safe ist halt leider traurig, weil ich sag dir so, wie es ist. Sowas wird halt leider Gottes nirgendwo in der Schule erklärt, was ich halt sehr, sehr schade finde, weißt du. Aber guck mal, das Ding ist, ich meine, gerade sowieso in der Zeit, wo wir uns befinden, ist es das Beste, was man machen kann, um sich irgendwo Standbeine mit dem Handy aufzubauen, weißt du. Deswegen würdest du selber sagen, wärst du offen, dir das Ganze mal genau anzuhören, um zu verstehen, wie man sich in der heutigen Zeit Standbeine mit dem Handy überhaupt aufbauen kann? Ja, safe. Und zwar, guck mal, dann lass uns das Ganze gerne so machen, weil Aileen, ich sag dir ehrlich, ich selber, ich sehe mich da jetzt nicht drin, so viele Audios zu machen. Und ich denke mal, du genauso wenig beim Anhören, weißt du. Und ich sag dir ehrlich, bei mir ist es halt gerade so, ich habe momentan sowieso sehr, sehr viel zu tun, kann halt sehr spät antworten. Deswegen, was hältst du davon, wenn wir das Ganze mal so simpel halten, wie es einfach nur geht, dass ich dir meine private Nummer einfach hinterlasse, du mir den gerne mal auf WhatsApp schreibst, einfach gerne für die Tage mal was ausmachen, dass ich erstmal nochmal weiß, wer du bist, du auch weißt, wer ich bin, ich dir Step by Step einfach alles erkläre und du dir mal ein richtiges Bild davon machen kannst, um zu verstehen, wie das Ganze ganz genau funktioniert, weißt du? Deswegen, aber wenn ich dir meine Nummer da lassen würde, würdest du mir auf WhatsApp dann noch schreiben, um dir dementsprechend alles genauer zu erklären? Guys, und das war's mit der Akquise. Ich glaube, mehr brauche ich euch gar nicht sagen, okay? Es ist so simpel, wenn ihr versteht, was ihr wirklich ganz genau habt. Deswegen geht das Ganze jetzt einfach ganz genau an. Ich habe euch jetzt die Punkte mitgegeben, die wirklich jetzt relevant sind, worauf ihr wirklich achten solltet. Ich hoffe, diese ganzen Punkte, die haben euch erstmal gut geholfen. Ich hoffe, ihr konntet wirklich was damit anfangen. Wenn ihr Fragen habt in Bezug zu diesen ganzen Sachen, dann kommt nochmal auf mich zu, okay? Kommt, geht nochmal auf eure Upline zu und fragt die Person einfach gerne aus. Weil, Guys, die Punkte, die jetzt auf jeden Fall kommen, weil wir sind schon, ich habe ein bisschen überzogen. Sorry auf jeden Fall dafür. Für Flo, aber die Punkte, die jetzt auf jeden Fall kommen, wie du wirklich in diesem Game wirklich das Ganze richtig angehst, weil Guys, wie gesagt, der Call, der wird ein bisschen überzogen, okay, dass ihr ganz kurz Bescheid wisst, aber die Punkte, die jetzt relevant sind, sind für jede einzelne Person hier auf diesem Call relevant. Egal auf was für einem Level du gerade bist, egal was für ein Rank du hast, egal ob du Nummern ohne Ende ziehst, egal ob du First Calls ohne Ende hast oder Follow-ups ohne Ende hast und was auch immer, Teampartner ohne Ende hast, okay. Guys, lasst uns schauen, dass wir das, was jetzt uns Flo mitgibt, extrem wertschätzen. Weil, Guys, ich kann euch eine Sache sagen, von einer Person, wo ich mit am meisten wirklich gelernt habe, bis zu 100% von einem Florian Diekmann. Flo Diekmann selber ist mittlerweile in diesem Game so eine kompetente Person. Guys, wenn ich darüber nachdenke, was der Typ mittlerweile teachen tut. Guys, drop eine 7 in den Chat, wenn du selber von einem Florian Diekmann bisher schon lernen konntest. Wenn du selber von egal welchem Bereich, Guys, dieser Mann ist nicht nur dafür bekannt, für sein Aussehen, okay, für das, was er für sein Team tut. Nein, Guys, dieser Mann ist für seine Kompetenzen bekannt in diesem ganzen Team. Guys, das, was ein Flo wirklich tut im Background, wie professionell der arbeitet, wie professionell er sich anzieht, was er ganz genau tut, das widerspiegelt dich selber. Und Guys, damals hat mir Marvin einen Satz gesagt: Wenn du in diesem Business dich wie ein Businessman anziehen tust, wenn du dich wie ein Businessman in diesem Business verkleiden tust, wirst du auch ein Big Business aufbauen. Und Guys, genau das hat ein Flo Diekmann irgendwo gemeistert. Deswegen, Flo, Bro, ich danke dir vielmals, Brudi, dass du diesen Call auf jeden Fall machst. Sorry, Bro, dass ich knapp 15 Minuten deiner wertvollen Zeit auf jeden Fall verschwendet habe, Brudi. Aber ich denke mal, die Punkte, die du auf jeden Fall jetzt auch zu sagen hast, sind wirklich sehr, sehr wichtig. Deswegen, Guys, lass uns schauen, dass wir Stift und Zettel wirklich ready haben, dass wir das Ganze mitschreiben, dass wir jetzt die Punkte, die jetzt auf uns zukommen, extrem ernst nehmen. Mit den Worten würde ich sagen, Bro, ich gebe dir auf jeden Fall das Wort. Danke dir nochmal vielmals, Brudi, für deine Zeit und let's go, Bro. Alright, geil, Mann. Also erstmal Imran, ich danke dir extrem für die lieben Worte, für die kleine Einleitung und vor allem auch für die letzten ja, knapp 30, 35 Minuten. Wer konnte bisher schon auf jeden Fall etwas mitnehmen? Schreib gerne mal in den Chat, wenn du bisher auf jeden Fall etwas mitnehmen konntest, wenn du weißt, dass du mit diesen Infos dein Insta-Game improven kannst. Ich kann es definitiv. Ich kann es definitiv. Und was haben wir gerade gelernt? Wie viele Stories sollten wir am Tag daily hochladen? Was haben wir von Imran gelernt? Vier. Drei bis vier. Drei bis vier. Mindestens drei bis vier. Und lass uns ehrlich sein. Lass uns ehrlich sein. Wer hat heute keine drei bis vier Stories online? Lass uns ehrlich sein. Ist nicht schlimm. Einige. Einige. Alright. Das heißt, das Mindeste, was du tun solltest, ist es, eine Story zu machen von diesem Call. Eine Story zu machen von diesem Call. Leuten zu zeigen, dass du auf Calls bist. Leuten zu zeigen, dass du ein Business machst. Und wer würde sagen, es ist einfach, Stories hochzuladen? Schon, oder? Sehr einfach. Es ist dein Handy in die Hand nehmen, irgendwas filmen oder ein Foto machen und das Ding hochladen. Es gibt schwerere Dinge auf der Welt. Das bedeutet, wenn wir die einfachsten Dinge in diesem Business nicht umsetzen, worüber müssen wir eigentlich in diesem Bootcamp sprechen? For real. Lass uns Standards setzen, dass es normal ist, dass wir die einfachsten Dinge können. Ey, Stories hochladen. Wenn dir jemand sagt, du sollst Stories hochladen, einfach nur über dein Business was erzählen.
Wieso kriegen wir die einfachsten Dinge nicht hin? Deswegen lass uns schauen, dass wir die einfachsten Dinge in diesem Business extrem meistern. Weil ein Chairman ist nichts anderes als jemand, der die Basics sehr, sehr gut kann. Die Basics gemeistert hat. Die Basics gemeistert hat. Und Stories sind Basics. Das sind absolut, das ist unter den Basics. Das ist Standard, das ist Grundvoraussetzung. Aber wenn wir die Nummer gezogen haben, was kommt nach dem Nummer ziehen? Schreibt es kurz in den Chat. Was kommt nach dem Nummer ziehen? Was müssen wir jetzt machen? Ein First Call ausmachen. Ein First Call ausmachen. Alright, sehr gut. Das heißt, wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen über das Thema First Call sprechen. Allein über First Call, to be honest, ich könnte jetzt, keine Ahnung, bestimmt 30 Minuten über First Call sprechen. Deswegen lasst uns schauen, dass wir es so kompakt wie möglich hinbekommen. Und es gab kein Thema, über das ich mir so viele Notizen gemacht habe vor diesem Call, vor diesem Bootcamp, wie zu den zwei Themen. Das heißt, wir werden jetzt über First Call sprechen, dass wir qualitative First Calls machen können. Warum? Weil es das Wichtigste und das Entscheidendste ist, ob eine Person starten will oder nicht. Und das Zweite, worüber wir sprechen werden, ist so ein bisschen Offline-Mentalität. Auftreten, wie wir selber uns besser präsentieren. Ich denke, das ist auch ein geiles Thema, das werden wir danach machen. Aber ganz kurz zum Thema First Call. Prinzipiell mache ich es ganz, ganz einfach. Ich schreibe die Person auf WhatsApp an, wenn du die Nummer gezogen hast. Mach's einfach in ein Gespräch aus. Fertig. Mach's nicht zu kompliziert. Mach einfach ein Gespräch aus. Ich kann gerne auch ganz kurz nachher mal meinen Text reinschreiben, was ich direkt schreibe, wenn ich einen First Call ausmachen möchte. Was ist wichtig? Immer zwei Zeiten anbieten. Du gibst den Ton an. Du gibst den Ton an. Du fragst nicht, hey, wann würde es dir passen? Es wäre schön, wenn du mal könntest. Nein. Was passt dir besser? Samstag oder Sonntag? Samstag. Geil, Mann. Samstag 18 Uhr oder lieber 22 Uhr? Du gibst den Ton an. In jedem Step, den wir irgendwie jetzt durchlaufen werden. Okay? Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass du den Ton angibst. Was passt dir besser? 16:30 Uhr oder 18 Uhr? 17 Uhr oder 19:30 Uhr? Wir schlagen immer zwei Zeiten vor. Warum? Ketchup-Mayo-Prinzip. Willst du Ketchup oder willst du Mayo? Wenn du gefragt werden würdest, ey, willst du eine Soße? Die Hälfte von dem Call würde erstmal einen Mental Breakdown bekommen, weil sie, was gibt es für Soßen? Was kann ich alles nehmen? Wie viele Soßen kann ich nehmen? Was kosten die Soßen? Nein. Willst du Ketchup oder willst du Mayo? Ketchup, super. Die Antworten werden dir in den Mund gelegt. Lege die Antworten, die du bekommen möchtest, deinem Gegenüber in den Mund. 18 Uhr oder 19 Uhr? Samstag oder Sonntag? Okay, ganz simpel. So, wir machen einen First Call. Und das Wichtigste in einem First Call ist es eigentlich, die Person kennenzulernen, ein gewisses Vertrauen aufzubauen. Und warum ist ein First Call so wichtig? Es gibt vier Szenarien, die eintreten können. Diese vier Szenarien hat Tarek mal thematisiert. Szenario Nummer 1. First Call war scheiße. Video war scheiße, was wir rausgeschickt haben. Prospect wird nicht starten. So, Szenario Nummer 1. Szenario Nummer 2. First Call war gut. Video war nicht gut. Person wird zumindest auf ein Follow-up kommen. Also, wen nehmen wir als Beispiel? Wir nehmen Niklas als Beispiel. Niklas, du bist ganz oben. So, Niklas ist das Beispiel. Ja, mit Niklas habe ich mich echt gut verstanden. So das Thema interessiert mich eigentlich gar nicht so. Aber Niklas war so ein cooler Typ. Ich komme zumindest mal auf ein Follow-up. Und danach hat dein Hebel die Möglichkeit, alles zu behandeln. Drittes Szenario: First Call war gut und Video fand er auf jeden Fall nicht gut. Nee, das hatten wir gerade. Also, drittes Szenario: First Call war gut, Video war auch gut. Die Person wird starten. Die Person wird starten. First Call war gut, Video war auch gut, die Person wird starten. Wir haben es jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, oder? Mir fehlt gerade das letzte Szenario. Egal, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ihr wisst ungefähr, was ich meine. Der First Call ist so extrem wichtig. Warum? Weil er über alles entscheidet. Weil Menschen werden immer nur aufgrund von dir, von deiner Story und von dem, was du ihm erzählen wirst, starten. Die Menschen werden nie bei der Firma starten. Die werden immer nur deinetwegen starten. Deswegen ist der First Call so entscheidend. Und unser Ziel in einem First Call ist es, die Person kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und ihr eine Information zu geben. Kennen, lernen, Vertrauen aufbauen, eine Information geben. Mehr Aufgaben haben wir nicht. Mehr Aufgaben haben wir nicht. Das bedeutet, in diesem First Call fokussieren wir uns darauf, die Person kennenzulernen. Das bedeutet, wir wollen sie kennenlernen. Das heißt, wir stellen Fragen. Sie will uns kennenlernen. Das heißt, wir erzählen unsere Story. Storyaufbau. Storyaufbau ist extrem wichtig, wenn es darum geht, dass du dich mit Menschen austauschst. Und jeder, der meine Story kennt,
Gefühlt so die ganzen P50, P60, die kennen meine Story auswendig. Warum? Weil wir so viele Follow-ups gemeinsam gemacht haben. Und die Story von dir, die du immer und immer und immer wieder erzählst, die du erzählst, um von dir etwas zu erzählen, es ist immer dieselbe. Es ist immer dieselbe. Und sie hat vor allem auch immer einen Ablauf. Okay? Schreib dir das auf. Storyaufbau. Es gibt drei Kriterien, die deine Story haben muss. Drei Kriterien. Schreib dir das auf. Storyaufbau. Kriterium Nummer eins. Wie war mein Leben vor IAM? Wie war mein Leben vor IAM? Zweiter Step ist, wie habe ich IAM kennengelernt und was hat sich seitdem bis zum heutigen Tag verändert? Das heißt, wie ist mein Leben aktuell? Und was hat sich bisher schon verändert? Und dritter Step ist einfach nur, wie wird mein Leben durch IAM in Zukunft ausschauen? Das heißt, Zukunft, Vision, Ziele, Vorstellung, was du vorhast. Und es ist immer der Ablauf. Du erzählst immer, wie war es damals, wie ist es jetzt, wie wird es sein? Immer der Ablauf. Es ist so simpel. Weil, worum geht es in einem First Call? Es geht darum, Identifikation zu verschaffen. Kann sich jemand mit dir identifizieren, wird er aufgrund von dir starten. Wenn du davon erzählst, hey, bei mir war es damals so und so, kennst du das auch? Und er sagt, ja, safe, das kenne ich auch. Ich saß damals in der Schule, hatte gar keinen Bock, nicht so gute Noten geschrieben, wusste nichts mit mir anzufangen. War das bei dir auch? Ja, safe, das ist bei mir genauso. Geil, Mann, ich habe ein Business kennengelernt. Und er denkt sich so, oh, er hat ein Business kennengelernt. Und danach war es so und so und so und so. Ey, das kann bei mir genauso sein. Das heißt Identifikation. Wir sorgen für Identifikation. Wie machen wir das? Indem wir von uns selber erzählen. Und du merkst in einem First Call, bei gewissen Personen, ob sie schon starten werden. Merkst du einfach. Warum? Weil du auf einem Vibe mit diesen bist. Weil sie sich mit dir identifizieren können und du in der Lage bist, das schon herauszufiltern. Sie sehen, du merkst, dass sie schon starten. Warum? Weil ihr so auf einer Wellenlänge seid. Okay? Deswegen, sorge für deine Story für Identifikation. Wir hören es immer wieder. Facts tell, Story sell. Das heißt, das Video erzählt irgendwelche Fakten über IAM und sagt, was wir machen, aber deine Story wird im Endeffekt das sein, was sich, ich sag mal, verkaufen lässt. Weswegen Menschen in der bereit sind, bei dir zu starten und nicht bei irgendwem anderes. Deswegen, Storytelling. Schau, dass du unbedingt deine Story zwei bis dreimal aufschreibst und mit deiner P6, P1-Upline das Ganze durchprüfst und eine perfekte Story draus machst. Wie war es vorher? Wie ist es jetzt? Wie wird es sein? Nächster Punkt. Wir sind der Trailer zum Film. Wir sind nur der Trailer zum Film. Wir erzählen nichts über das Business. Wir sind nur der Trailer zum Film. Unsere Aufgabe ist es, Menschen für diese Opportunity zu öffnen. Nicht ihnen zu erzählen, was wir machen. Wir öffnen Menschen nur. Wie machen wir das? Wieder Identifikation. Bei mir war es so. War es bei dir auch so? Ja, safe. Sehr gut. Danach war es bei mir so. Ich habe das Business kennengelernt und seitdem habe ich mehr Zeit. Ich habe das Business kennengelernt und seitdem habe ich mehr Geld. Ich habe das Business kennengelernt, seitdem habe ich ein krasseres Mindset. Ich habe das Business kennengelernt und seitdem hat sich das verändert. Wir waren vorher gleich. Bin den Weg gegangen und wenn du den auch gehst, kannst du die gleichen Sachen erreichen. Okay? Es ist so simpel. Es ist richtig simpel. Wir sind der Trailer zum Film. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu öffnen für diese Möglichkeit. Mach sie für die Probleme auf dieser Welt offen. Ey, wir haben so viele Probleme auf der Welt. Und wer nicht realisiert haben, dass wir gefühlt eine Inflation von 10% haben, dass wir ein Rentensystem vor uns haben, welches nicht funktioniert. Es ist so einfach zu fragen, ey, Niklas, glaubst du an eine funktionierende Rente? Niklas sagt nein. Okay, Niklas, warum gehst du arbeiten? Ja, um für meine Rechnungen und um halt irgendwann in Rente zu gehen. Das heißt, wenn du nicht mal daran glaubst, an eine Rente, gehst du jeden Tag für etwas arbeiten, woran du nicht glaubst, richtig? Ja. Blöd, oder? Safe, lass uns daran was verändern. Ich habe eine Möglichkeit, wie du dir deine eigene Rente aufbauen kannst. Egal, jeder Mensch braucht dieses Business. Deine Aufgabe ist herauszufinden, was er braucht. IAM kann jedes Problem auf dieser Welt lösen. Jedes. Wir müssen in einem First Call nur identifizieren, wo das Problem liegt. So, Problemidentifizierung und wichtig nach der Problemidentifizierung, wir geben die Lösung anhand des Videos. Das Video ist die Lösung. Es ist seine Lösung auf das Problem, was wir gerade identifiziert haben. Du willst mehr Freizeit? Schau dir das Video an, es hat mir mehr Freizeit gegeben. Du brauchst mehr Geld? Schau dir das Video mal an, das hat mir verholfen, mehr Geld aufzubauen.
Du möchtest mehr Zeit mit deiner Familie? Schau dir mal das Video an, weil es hat mir geholfen, mehr Zeit in meinem Leben zu haben. Ich konnte meinen Job aufgeben und ich habe 40 bis 45 Stunden die Woche mehr Zeit, zum Beispiel für meine Familie. Dieses Business kann in jedem Lebensbereich unser Helfer sein. Deine Aufgabe ist es nur herauszufinden, wo das Problem liegt. Okay? Und danach haben wir direkt die Lösung. So, nächster Punkt ist Tonalität. Schau, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen, die extrem großen Einfluss auf Menschen haben, wie Tonalität. Wie betonst du Dinge? Wie sprichst du? Es macht einen großen Unterschied. So deine Mimik, deine Gestik, deine Art und Weise, wie du sprichst, hat extrem großen Einfluss darauf, wie es ankommt. Es gab damals, die Story erzähle ich extrem oft, wenn wir das Einladen üben. Es gab damals eine Bewerbung auf ein Coaching. Dieses Coaching war im weiten, weiten fünfstelligen Bereich. Und man konnte sich mit einem Bewerbungsvideo darauf bewerben, warum man der Mann ist, der dieses Coaching bekommen sollte. Und es gab einen Typen, er hat ein Bewerbungsvideo abgeschickt, um dann herauszufinden, dass er dieses Video leider ohne Ton abgeschickt hat. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Er hat ein tonloses Video an das Coaching geschickt und ist natürlich nicht so optimal. Klar, weil es geht ja um den Inhalt. Und im Endeffekt hat er trotzdem den Coachingplatz bekommen. Warum? Weil seine Art und Weise, wie er das Ganze gemacht hat, so überzeugt hat. Er war so, man hat ihn förmlich gehört durch das Video, auch wenn kein Ton war. Man hat es an seiner Artikulation, an seiner Mimik, an seiner Gestik, an seinem Excitement-Level, man hat alles gesehen. Und es ist genau wichtig, dass wir das hinbekommen. Dass du es schaffst, anhand deiner Tonalität daran zu arbeiten, dass Menschen nur aufgrund von der Art und Weise Bock haben, mit dir zu arbeiten. Wenn du mit einem Marvin callst, ich kann dir versprechen, es ist egal, was ein Marvin macht. Du willst wissen, wie du das auch machen kannst. Weil Marvin ist, wir werden die Woche von Marvin lernen können. Ich denke, es gibt super viele auf diesem Call, die noch nie was von Marvin gehört haben. Marvin, Chairman 50, jemand kann auch gerne mal sein Instagram reinschicken. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele neue auf diesem Call. Und er ist eine Energiebombe. Der Typ ist eine Energiebombe. Er spricht nicht, er spricht nur in Visionen, er spricht nur in Träumen und also Marvin ist ein Phänomen. Wenn du mit Marvin callst, dir ist egal, was er macht. Der könnte dir ein Kondom verkaufen. Du wirst am Start sein. Trust me, du würdest am Start sein, weil du Bock hast, Marvin zu folgen. Hundertprozentig. Werde diese Person. Werde diese Person, dessen Art und Weise man folgen möchte, okay? Menschen werden aufgrund von dir statt. Deswegen sei authentisch, sei du selber und habe die Fähigkeit, dass Menschen dir einfach folgen wollen. Menschen wollen immer Menschen folgen, die wissen, wo sie hinwollen. Weiß, wo du hin möchtest. Habe Ziele, definier deine Ziele, definier deine Träume, definier deine Vision mit dem Team, mit der Firma, von deinem Leben. Wir folgen immer Menschen, die wissen, wo sie hinwollen. Oder die confidenter sind als wir. Makes sense, oder? Hab Ziele im Leben, definiere die. Und vor allem, traue sie dir, sie auszusprechen. Das ist das Wichtigste. Traue sie dir, die auszusprechen. Ey, du lernst einen völlig wildfremden Menschen kennen. Du kannst sein, wer du möchtest. Du kannst ihm sagen, du bist Chairman 10. Und guess what? Er wird es dir glauben. Er wird es dir glauben. Wenn du es mit der richtigen Confidence rüberbringst, er wird es dir glauben, weil warum sollte er es dir nicht glauben? Aber wenn du ihm sagst, du bist unranked, guess what, er wird es dir glauben. Wenn du ihm sagst, du hast noch gar nichts in diesem Business erreicht und du bist eine völlige Null, er wird es dir glauben. Wenn du ihm aber mit Confidence sagst, ey, ich bin Chairman 10, oder ich bin zukünftiger Chairman 10 oder ich bin das und das, ich bin das und das, er wird es dir glauben. Das heißt, du hast die Möglichkeit, jemand zu sein, der du sein möchtest. Alright? Deswegen, so viel zum Thema First Call. Und am Ende ist es sehr wichtig, dass wir natürlich die Information rausgeben, dass wir das Video rausschicken. Ey, wenn ich dir das Video schicken würde, bis wann denkst du, schaffst du es, dies angeschaut zu haben? Ja, bis heute Abend. Easy. Das heißt, wenn wir für morgen nochmal einen Termin ausmachen, bist du am Start, richtig? Jetzt bin ich am Start. Okay, was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt wichtig? Ein Pre-Edifying zu machen. Wir werden heute nicht über Edifying sprechen, aber ein Pre-Edifying zu machen. Das heißt, einen kleinen Teaser an das, was morgen passieren wird. Ich kann es dir noch nicht versprechen. Das ist wichtig. Ich kann es dir noch nicht versprechen, aber ich versuche, eine dritte Person zu organisieren, die in diesem Business schon Jahre am Start ist, extrem vielen Menschen dabei verholfen hat, sich ein Einkommen von X aufzubauen oder vor 3, 4, 5.000 Menschen auf Bühnen gesprochen. Wäre es für dich interessant, jemanden kennenzulernen, der so erfolgreich ist in diesem Business? Ja, wär schon cool. Okay, wenn ich dir das organisieren kann, ich muss mich zu 110% auf dich verlassen. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin. Geil, Mann, super. Passt dir morgen 18 Uhr oder 19:30 Uhr? Zwei Zeiten anbieten.
Morgen 18 Uhr oder 19:30 Uhr? 19:30 Uhr, sehr nice. Video schicke ich dir zu, schau das unbedingt, mach dir ein paar Mitschriften und wir hören uns morgen 19:30 Uhr und ich versuche es Person XY zu organisieren. So einfach ist das Ganze. So einfach. Okay, das heißt Pre-Edifying und BAMFAM. Was bedeutet BAMFAM? Schreib es ganz kurz irgendwer in den Chat. Was bedeutet BAMFAM? Ich weiß, es sind einige gerade am Tippen, es ist ein bisschen länger. Book a meeting from a meeting. Schreib dir das Wort auf. BAMFAM. Genauso wie ich es gerade ausspreche. BAMFAM. BAMFAM. Was hast du gelernt, wenn du dir GoPro bestellt hast? Wir haben, war gestern der Road to P50 Call? War das gestern? Ja, oder? Safe. Wir haben gestern darüber gesprochen. Hol dir unbedingt GoPro. GoPro ist dein Fundament. GoPro ist dein Fundament. Da lernst du etwas über BAMFAM. Deswegen, BAMFAM, book a meeting from a meeting. Es gibt keinen Call auf dieser Welt, wo du nicht einen neuen Call ausmachst. Es gibt kein Meeting auf dieser Welt, wo du nicht ein neues Meeting ausmachst. Gibt es nicht. Es ist zu oft, dass du Leute aus einem Gespräch rauslässt, sagst, okay, wir machen uns einen Termin aus. Es wird nie ein Termin zustande kommen. Trust me. Zu 90 bis 95% wird nie ein Termin stattkommen. Deswegen immer BAMFAM. Book a meeting from a meeting. Alright? Und der letzte Punkt, Numbers Game. Nicht jeder First Call kann klappen. Wir sind in einem Menschenbusiness. Das heißt, du kannst nicht mit jedem auf einem Vibe sein. Du kannst nicht mit jedem Menschen das beste Verhältnis aufbauen. Natürlich ist deine Aufgabe, anpassungsfähig zu sein in einem First Call und in der Lage sein zu können, gut mit Menschen umzugehen. Aber du kannst nicht dich mit jedem verstehen. Deswegen hast du auch nicht alle Freunde auf der Welt. Deswegen sind auch nicht alle deine Freunde. Warum? Weil du dich nicht mit jedem verstehen kannst. Aber es ist wichtig, in der Lage sein zu können, Beziehungen aufzubauen, die richtigen Fragen zu stellen. Und all das ist natürlich Verbesserung, indem wir einfach mehr First Calls machen. Deswegen, auch da ist es wieder ein Numbers Game. Hast du 10 First Calls, es werden bestimmt 1 bis 3 starten, hundertprozentig. Aber hast du nur 2 First Calls, hast du nicht mal die Quote erfüllt. Dann können wir uns nicht darüber beschweren, dass irgendwas nicht funktioniert. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, komm auf uns zu, lass uns daran arbeiten und wir beheben das Problem. Easy. Nächster Punkt. Nächster Punkt ist vor allem auch die Mentalität und vor allem die Art und Weise, wie wir uns offline geben. Ich denke, es ist ein extrem wichtiger Punkt. Es gibt keine erfolgreiche Person, die du kennst, die ich kenne, die es irgendwo auf diesem Planeten gibt, die nicht nach Erfolg aussieht. Hundertprozentig. Es gibt keine einzige erfolgreiche Persönlichkeit, die nicht nach Erfolg aussieht. Die kritische Frage, die wir uns stellen sollten, sehe ich aktuell nach Erfolg aus? Sehe ich nach Erfolg aus? Wenn Mensch, guck mal, wir gehen jeden Tag durch die Straßen und wir sehen ganz viele Leute, richtig? Egal, ob es in der Bahn ist oder ob es im Bus ist, ob es in der Stadt ist, ob es auf Arbeit ist. Und zu jedem denkst du dir irgendwas. Wir Menschen, wir sind so, wir schieben jeden in eine Schublade. Du siehst jemanden mit einer Glatze, schiebst ihn in eine Schublade. Du siehst jemanden mit blauen Haaren, du schiebst ihn in eine Schublade. Du siehst jemanden mit einem Lamborghini, du schiebst ihn in eine Schublade. Es ist normal. Das ist auch okay. Es ist auch okay. Aber der Key daran ist, dass du ja die Möglichkeit hast, zu entscheiden, in welche Schublade du gesteckt werden möchtest. Du kannst entscheiden, in welche Schublade dich andere Menschen stecken. Ich weiß, in welche Schublade ich gesteckt werden möchte. Deswegen bin ich so, wie ich bin. Deswegen ziehe ich mich so an, wie ich mich anziehe. Deswegen mache ich meine Haare so, wie ich sie mache. Deswegen nehme ich das Parfüm, welches ich nehme. Ich habe die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, wie andere Menschen mich wahrnehmen. Siehst du nach Erfolg aus, dann hast du wahrscheinlich zumindest die Möglichkeit, der nächste erfolgreiche Mensch auf diesem Planeten zu werden. Weil du siehst jeden Tag erfolgreiche Menschen. Und du siehst ihn, du denkst dir was dazu. Und es ist wahrscheinlich Realität. Und du siehst den nächsten, der sieht gut gekleidet aus, der war frisch beim Friseur, der hat gute Klamotten angehabt. Ey, die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ erfolgreich ist, ist sehr hoch. Warum? Weil er selber von sich denkt, dass er erfolgreich ist, weil er sich so benimmt, als wäre er erfolgreich, weil er sich so anzieht, als wäre er erfolgreich. Und guess what? Entweder ist er erfolgreich oder er ist der Nächste, der erfolgreich ist. Und das Oberflächlichste ist auf der Straße. Das Diebste, was wir jemals zum Bereich, ich sag mal, Dress Like Success behandeln können, ist, wenn du abends auf der Couch sitzt. Du kannst 365 Tage zu mir nach Hause kommen und du wirst mich an 365 Tagen mindestens in Jeans sehen. Es gibt keine Jogginghose. Warum? Nicht, weil ich Jogginghosen nicht mag.
Aber Jogginghosen sind zum Chillen. Jogginghosen habe ich getragen, als ich, keine Ahnung, am Wochenende sonntags nach dem Saufen völlig im Arsch war. Aber diesen Vibe will ich doch nicht spüren, wenn ich mir ein Business aufbaue. Wie willst du, wenn du gerade eine Jogginghose hast oder in den nächsten Call gleich reingehst, wie willst du denn erfolgreich sein, wenn du dich, klar sieht es niemand, aber du spürst, du strahlst es doch aus. Du strahlst das alles aus. Zu 100%ig. Du kannst ja dich nicht wie so ein Big Businessman fühlen, wenn du aber unten aussiehst wie, keine Ahnung, wie so ein Penner. Klar sieht man deine Hose nicht. Klar siehst du auch nur gerade, was ich jetzt hier anhabe. Aber du würdest sehen, dass ich eine Jeans anhabe und dass ich ganz normale, gut gekleidete Klamotten habe. Es gibt keinen Tag, an dem ich kein Parfüm trage. Ich gehe nicht mal raus, ich trage trotzdem Parfüm. Warum? Weil, ey, ich rieche mich die ganze Zeit selber, ich sehe mich die ganze Zeit selber, ich fühle mich dadurch besser. Ich tue das nicht, weil ich zu viel Geld habe und mein Parfüm verschwenden möchte. Safe nicht. Aber es gibt mir einen geileren Vibe. Ich könnte den ganzen Tag Jogginghose tragen. Könnte ich tun. Warum? Weil es niemand interessiert. Weil es niemand sieht. Aber ich sehe es. Und so fühle ich mich auch. So fühle ich mich auch. Deswegen, mach dir über solche Dinge Gedanken. Ich will nicht sagen, du sollst dir teure Klamotten kaufen. Absolut nicht. Menschen wie ein Iman Gazi, diese Menschen tragen keine Markenklamotten. Schon, aber andere Marken. Diese Menschen tragen kein Louis und kein Prada und kein Gucci und kein das und das und das und das. Ey, der trägt ein normales Shirt, der trägt eine normale Hose und das sieht aus wie jeder andere random. Der Unterschied ist, dass der wahrscheinlich 8 bis 10 Stellen mehr auf dem Konto hat. Die Sachen kosten zwar trotzdem ein Taui pro Piece, aber das weiß niemand und das siehst du auch nicht. Okay? Deswegen, dress like success. Fühle dich so, wie die Menschen, die an dem Punkt stehen, wo du weißt ganz genau, was die Menschen anziehen. Du weißt ganz genau, wie die Körperhaltung von den Menschen ist. Du weißt ganz genau, wie das Auftreten ist von Menschen, die erfolgreich sind. Und jetzt, wir sagen immer, vergleich dich nicht. Aber bitte vergleich dich. Bitte vergleich dich in diesem Punkt. Stell dir da einen Marvin hin. Stell dir da einen Eli hin. Stell dir da einen Erik hin. Stell dir da einen Adrian hin. Und jetzt stellst du dich dahin. Du siehst Dinge, die sind unterschiedlich. Du siehst Dinge, die sind unterschiedlich. Und ich sage nicht, du sollst es genauso machen wie ein Chris. Ich sage nicht, du sollst es genauso machen wie ein Imran, wie ein Adrian, wie ein Erik. Du musst es nicht genauso tun. Du musst einfach in deiner Art und Weise die beste Version von dir selber sein. Wenn du jetzt 10 Millionen auf dem Konto hättest, würdest du wahrscheinlich nicht in den Klamotten rumrennen, die du gerade trägst. Du würdest wahrscheinlich nicht so aussehen, wie du gerade aussiehst. Aber es liegt ja die Kunst darin, jetzt schon so zu sein, jetzt schon so zu denken, jetzt schon die Mentalität zu haben, die du haben wirst, wenn du an dem Punkt spürst, dass du es erreicht hast. Da ist ja die Kunst drin. Das ist ja genau das, weswegen wir auf Calls sind. Das ist genau das, warum wir den ganzen Spaß hier jedes Mal machen. Persönlichkeitsentwicklung ist nichts weiter, als in der Lage sein zu können, persönlich so weit zu sein, dass Erfolg normal für dich wird. Es ist alles doch nur eine Kopfsache. Okay? Deswegen, krieg Professionalität in deinen Alltag. Es ist so easy, offline dieses Business aufzubauen. Es ist so easy, jemanden nach dem Weg zu fragen und danach aus Versehen in ein Gespräch zu kommen. Es ist so easy, wenn du draußen in der Stadt bist und jemanden ansprichst, ey, wo ist hier ein gutes Café? Komm nicht aus der Stadt. Wo ist ein gutes Café? Ah, geil, Mann, danke. Was machst du eigentlich? Studierst du hier? Bist du hier zum Arbeiten? Was machst du genau? Ja, ich studiere das und das und das und das. Bei 8 von 10 Fällen kommt die Gegenfrage, was machst du denn? Und wie oft hast du es auf Social Media, dass dich jemand fragt, was du beruflich machst? Wahrscheinlich nicht so oft. Aber du hast durch 3 Sätze es hinbekommen, dass dich face-to-face jemand anspricht und dich fragt, was du machst. Das ist eine Steilvorlage für unser Business. Ja, ich mache das und das, das, das. Wenn du Bock hast, kann ich dir ein bisschen was zeigen. Oder wir sind jetzt hier gerade in der Stadt, haben Bock, hier was aufzubauen, bist du offen, dir was anzuschauen. Du ziehst mindestens ein Insta. Und ich sage es immer wieder, eine Nummer offline ist mindestens genauso qualitativ wie 5 Nummern online. Hundertprozentig. Deswegen, all das funktioniert nur, wenn du nach Erfolg aussiehst. Wenn du jetzt wie der größte Penner dahin gehst, du wirst keine Nummer ziehen. Und du wirst wahrscheinlich auch nicht in der Lage sein zu können, Business zu verkaufen oder dich zu verkaufen. Gar nichts. Es ist wie, du kannst ja auch nicht zu einer Frau gehen oder zu einem Mann gehen als Frau und aussehen wie der oder wie die Letzte. Es geht ja auch nicht. Du versuchst das Beste aus dir rauszuholen. Und unsere Aufgabe ist es, das jeden Tag hinzubekommen, das Beste aus dir rauszuholen, mit den Umständen, die du hast. Wenn du gerade broke bist, okay, du hast trotzdem die Möglichkeit, dich zu duschen, vielleicht zum Friseur zu gehen, wenn nicht, keine Ahnung, mach selber oder fragst, lass deine Mom machen, whatever.
Egal, für eine Lösung. Ist mir egal. Irgendwie. Du hast immer Möglichkeiten, das Beste aus dir rauszuholen. Immer. Aber in den meisten Fällen lässt du dich einfach zu sehr gehen. Hundertprozentig. Deswegen, lass uns daran arbeiten. Lass uns daran arbeiten, unser Auftreten zu verändern. Und das sind Kleinigkeiten, die sehr, sehr große Unterschiede machen können. Zum Beispiel, challenge dich selber. Habe ich letztens auch mit einer Partnerin gemacht. Challenge dich selber. Wenn das deine Komfortzone ist, andere Menschen anzusprechen, challenge dich selber. Okay, von heute, heute ist Montag, bis nächste Woche Montag, du nimmst dir jeden Tag vor, mindestens zwei Menschen ein Kompliment zu machen. Nur das. Menschen, denen du random begegnest, zwei Menschen, gibst du ein Kompliment. Nur das. Ich will nicht mehr von dir. Ich will nicht, dass du die Nummer ziehst. Ich will nicht, dass du aufs Business pitchst. Ich will nicht. Du sollst nur deine Hemmschwelle übertreten und du sollst nur zwei Menschen ein Kompliment machen. Ich denke, den Frauen fällt es sogar noch leichter als uns Männern. Aber nur ein Kompliment, okay? Dass du dich selber aus deiner Komfortzone Step by Step rausziehst. So, und nächste Woche, es ist schon easy für dich, anderen Menschen ein Kompliment zu geben. Aber erinnere dich mal das letzte Mal daran zurück, wie sehr du das Leben von Menschen verändert hast oder wie sehr dein Leben verändert wurde für diesen Tag, als dir jemand ein Kompliment gemacht hat. Ey, du hast da 3 Tage lang gefühlt dran gedacht. Erinnere dich mal das letzte Mal daran, als Typ zum Beispiel, als dich eine Frau angelächelt hat. Oder als Frau, als dich ein Typ angelächelt hat, völlig random, in der Bahn. Erinnere dich mal daran zurück. Du hast den ganzen Tag an den Mann oder an die Frau gedacht. Warum? Er hat eine gewisse Emotion in dir ausgelöst. Deswegen, sei anders. Ey, wir sehen tagtäglich, wenn wir in der Stadt sind, Tausende, Zehntausende Menschen. Aber wenn du der eine bist, der in den Köpfen von anderen bleibt, du hast große Chancen, in deren Leben was zu verändern. Große Chancen. Deswegen, fang an, dich selber besser zu kleiden, fang an, dich besser zu geben. Acte so, wie die Menschen, wie die du haben möchtest in deinem Circle. Sei die Person, die du sein möchtest, wenn du erfolgreich bist. Schau, dass du mehr in diesen State of Mind kommst. Schau, dass du mehr in den State of Mind kommst, schon deinen Zielen näher zu kommen. Deinen Zielen absolut näher zu kommen. Weil du kommst so deinen Zielen absolut näher, hundertprozentig. Wenn du straighten Fokus auf die Person hast, die die beste Version deiner selbst ist. Deswegen beschäftige ich dich mit solchen Dingen. Bring Professionalität in dein Business. Bring unbedingt Professionalität in dein Business. Nimm dieses Business ernster als je zuvor. Gib dich besser als je zuvor. Wachse persönlich besser als je zuvor. Und ich kann dir garantieren, dass du bessere Menschen in dein Business attracten wirst als je zuvor. Wenn du aktuell eine 1 bis 3 bist, von einer Skala von 1 bis 10, sorry, aber es wird immer wieder passieren, dass du Einsen und Zweien in dein Business ziehen wirst. Und Einsen und Zweien bedeutet, sie sind broke, sie können nicht nachbuchen, sie haben nur Probleme, vielleicht haben sie mentale Probleme. Das sind alles Problemmenschen. Und das ist okay, mit denen zu arbeiten, aber es bringt nicht so Spaß, wie mit Menschen zu arbeiten, die vielleicht schon eine 6 oder eine 7 sind. Das Problem ist, du bist eine 1 bis 3, das heißt, eine 6 oder eine 7 wird nicht mal aus Versehen in dein Business kommen. Nicht mal aus Versehen. Deswegen werde selber eine 6, eine 7, eine 8, eine 9, um die Möglichkeit zu haben, dir ein Team aufzubauen, welches es Spaß bringt zu führen, welches es Spaß bringt aufzubauen, wo du Bock drauf hast, zu denen zu fahren, die zu launchen, mit denen Zeit zu verbringen. Okay, deswegen lass uns selber an solchen Dingen arbeiten. Lass uns daran arbeiten, professioneller mit unserem Business umzugehen, professioneller uns selber zu geben, in der Lage sein zu können, dieses Business extrem stabil aufzubauen, uns offline mit Menschen zu connecten, Menschen Komplimente zu geben, als wäre es gar nichts, Menschen Leben verändern. Ey, lächel das nächste Mal den Typen, lächel das nächste Mal die Frau an. Nicht, weil du was von ihr willst, möchtest, sondern einfach, weil du ihren Tag verschönern möchtest. Nimm mal all diesen anzüglichen sexuellen Interessen weg. Die sind völlig irrelevant. Wir wollen uns ein Business aufbauen. Wir wollen uns ein Business aufbauen. Den nächsten 3 bis 5 Jahre sollte dein Fokus darauf liegen, dieses Business aufzubauen. Nichts anderes. Du hast alle Zeit der Welt dafür, wenn du irgendwer bist. Die meisten Menschen sind völlige Null und konzentrieren sich darauf, irgendwie andere Nullen einzuziehen. Werde jemand und danach hast du die Möglichkeit, das Ganze auch gerne mit einem Partner zu teilen. Davor nicht. Okay? Deswegen, werde jemand. Und schau, dass du Menschenleben veränderst. Das ist einfach. Du wirst dich dabei erwischen, dass Menschen dir folgen werden. Marvin, jeden Tag kommen Menschen auf ihn zu. Er macht nicht mal was. Und alle wollen mit ihm arbeiten. Er macht gar nichts. Er lädt nur eine Story hoch und jeder schreibt ihm. Er macht nicht mal was. Aber er zieht diese Menschen an. Deswegen lass uns dieser Person werden, die in der Lage ist, Menschen in ihr Leben zu ziehen,
die einfach Bock haben zu starten, nicht wo wir Bock haben, dass sie starten. Alright? Und ich denke, mit diesem Call, wir sind jetzt knapp eine Stunde 14 auf diesem Call. Ich denke, es wird Zeit umzusetzen. Lasst uns diese Punkte in die Umsetzung bringen. Lasst uns schauen, dass wir die Dinge straight in die Umsetzung bringen, dass wir die beste Version von dir selber werden, dass wir die beste Version von uns selber werden, dass wir dieses Business professioneller aufbauen, besser aufbauen, stabiler aufbauen, indem du bessere First Calls machst, indem du eine bessere Person wirst, in deiner Persönlichkeit Level-Ups machst und du einfach jeden Tag wächst. Jeden Tag wächst. Und wenn du heute nicht aus deiner Komfortzone getreten bist, dann mach das heute noch. Weil sonst bist du heute kein Prozent gewachsen. Und wir haben es letztens schon wieder gehört, wenn du nicht wächst, stirbst du. Deswegen, Chris, ich würde dir auf jeden Fall das Wort zurückgeben. Lass uns schauen, dass wir die nächsten Bootcamp-Tage extrem gut nutzen, extrem stark wahrnehmen. Sie können dein Leben verändern, wenn du bereit bist, dein Leben zu verändern. Sie können dein Leben verändern, wenn du die Wahrnehmung darauf hast, dass sie dein Leben verändern können. Trust me, hundertprozentig. Und damit würde ich auf jeden Fall sagen, Chris, ich gebe dir das Wort. Danke fürs Hosten an TTP und VUE. Wir haben auf jeden Fall 22 Uhr Team-Call. Ich freue mich drauf und bis dann. Ciao, ciao. Let's go, let's go. Danke für diese Part, Boys. Es war ein echt crazy, crazy Value. Ich denke, wir konnten alle hier etwas in diesem Call mitnehmen, Guys. Ich möchte es jetzt nicht mehr lange irgendwo hinziehen oder sowas. Wir müssen auf jeden Fall in die nächsten Calls und so weiter. Aber Guys, morgen 20 Uhr geht's weiter und morgen haben wir echt, morgen werden wir einen Banger haben, Guys. Freut euch definitiv drauf. 20 Uhr. Stellt euch unbedingt einen Wecker. Ihr wollt das definitiv nicht verpassen. Let's go, Fam. Noch einen schönen Abend. Bye.